Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, Naaman, der Aussätzige. Leitvers 1. Korinther 1, 18. Das hat so Gips vorgeschlagen. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Römisch 1, seine Beschreibung. Naaman hatte alles, wovon sich heute so mancher ein ganzes Glück verspricht. Erstens, er besaß eine angesehene Stellung, war Heeroberster. Er hatte die oberste Stufe der Ruhmesleiter erklommen. Zweitens, er war mächtig, ein großer Mann. Das bedeutete Autorität, Volkstümlichkeit, großer Einfluss. Drittens, er besaß Charakter, war angesehen, das heißt gebildet, gültig, ein Ehrenmann. Viertens, er hatte Siege errungen, er hatte Syrien von fremder Vorherrschaft befreit. Fünftens, er war tapfer, ein Kriegsheld, furchtlos im Kampf. Sechstens, aber er war aussätzig. Und dieses Aber verdarb alles. Sein Aussatz isolierte ihn, stempelte ihn zum Unreinen, war unheilbar, war tödlich. Der Aussatz ein Bild der Sünde, an der alle Menschen leiden. Römisch 2. Seine Gelegenheit. Erstens, der Raub des jungen Mädchens. Beschreibe ihr Geschick. Sie war fern der Heimat, fern von ihren Freunden, ohne Freuden, Rat und Hilfe. Sie wurde verkauft und die Magd von Naamans Frau. Drittens, ihr Glaube und Zeugnis. Sie hatte einen schlichten, kindlichen Glauben an den wahren Gott mitgebracht, den Gott der Rettung, Befreiung, Fürsorge und Bewahrung. Auch inmitten einer götzendienerischen Umgebung ließ sie ihr Licht leuchten, war ein Zeugnis des lebendigen Gottes. Drittens, seine Fehler. Viele Sünder begehen den gleichen Fehler. Erstens, er ging zum falschen Mann. Er wandte sich an Joram, den Menschensohn, anstatt den Beauftragten Gottes. Vergleiche damit die heutige Situation. Wie viele Heilsbedürftige wenden sich hilfesuchend an Menschen, die selbst ohne Hilfe und ebenso verloren sind. Zweitens, er kam mit dem falschen Zahlungsmittel. Gold, Silber, Feierkleider. Wie gleicht ihm darin der Sünder mit seiner eigenen Gerechtigkeit, seinen guten Werken, seinen Vorsätzen? Er kam mit falschen Vorstellungen. Ich hatte gedacht. Er schrieb sich selbst das Rezept aus. Auch heute warten viele auf Gefühle, Stimmen, Visionen, statt Gottes Heilsweg zu gehen, so wie er ihn in seinem Wort geoffenbart hat. Römisch 4. Seine Haltung. Erstens, Elisas Anweisung durch den Boten, einfach und deutlich. So ist auch die Botschaft des Heils. Zweitens, Naamans Zorn. Naaman verlor seine Beherrschung, sein Stolz war getroffen. Der Weg zum Paradies geht über Golgatha. Drittens, die Vernunft siegt. Gottes Wege sind niemals unvernünftig. Fünftens, seine Heilung. Erstens, befreit vom Stolz, ein Verlust, den er gewiss nicht bedauert hat. Beachte den Ausdruck, da stieg er hinab. Zweitens, befreit vom Aussatz. Schildere den Augenblick und seine Gefühle, als ihm die wunderbare Tatsache seiner Errettung bewusst wurde. Römisch 6, sein Zeugnis, ich erkenne, ich weiß. Weißt du und hoffst du?
weißt du oder hoffst du? Siebtens. Gehasis Vertrauensbruch. Die Begehrlichkeit und ihre schrecklichen Folgen. Erstens seine Begehrlichkeit. Zweitens sein Verheimlichen. Drittens Elisa entlarvt ihn. Viertens die Folge.